Was geht ab? Mein Name ist Z-E-E-E-E-E-E-K und willkommen zurück zu City Skylines Natural Disasters, der 49. Episode. Was geht ab? Da bin ich wieder in einer neuen Aufnahmesession. Diesmal glaube ich 3 oder 4 Episoden, sodass ich in den Rhythmus drinne bleibe. Und ja, hallo. Genau, wir waren in der letzten Episode dabei, ein bisschen Industrie auszubauen, nämlich diese Industrie, so ein bisschen edel sollte das wirken. Und so ein bisschen so Canyon-mäßig, so ein bisschen so abgesenkt die Straße hier und die Gebäude weiter höher, so damit es schick aussieht. Und das Lied ist, das Spiel ist für mich gerade wieder ein bisschen zu laut. Nur mal kurz von meinem Saft trinken. Ja. Genau, und in den letzten Episoden habe ich das Viech hier hingebaut. Das war ein Akt. So, ganz schön hoch, Alter. Da kann ich locker ein paar weitere Straßen durchziehen. Ja, das war ein richtiges Akt, diese Autobahn zu bauen. Und möglichst identisch. Dann habe sie ja dupliziert, daneben geschoben und dann hier ein bisschen per Hand noch mal hin und her gerutscht, um dann diese Autobahn mit der Autobahn irgendwann zu verbinden, wenn ich mir irgendwann wieder eine Zone kaufen kann, damit ich die verbinden kann. Da fehlt mir halt noch ein Bereich. Ja, und hier knüpft sie an die Hauptautobahn. So viel dazu. Hier ist noch mein Krater vom ersten oder zweiten Meteorinerschlag. Ich glaube vom ersten, allerersten. So, dem fehlt Strom und man sieht, was ich als nächstes bauen sollte, könnte, tun, machen könnte. Nämlich hier noch ein Gebiet hinbauen, worum hier die Straße rumführt. Gucken wir uns nochmal einfach mal in aller Ruhe. Kann ich irgendwie langsam fliegen? Nee, ne? Ugh. Kann ich nicht wie in Black and White so mit so einer Art Hand die Landschaft greifen und mich irgendwie so so langsam bewegen, weißt du? Aber schauen wir uns mal einfach mal die Stadt wieder an. Was wir schon alles gebaut haben. Die Reeperbahn wollte ich hier auch noch ein bisschen weiter ausbauen. Eigentlich hier noch mehr. Genau in diesen schrägen Winkeln hier. Mein Autobahnkreuzkreis funktioniert. Habe ich mal vergessen, hier zu verbinden. Ja, und hier, apropos. Die haben sich hier voll gepopt. Voll geschissen. Leer machen. Leer machen, stoppen. Das können wir leer machen. Das können wir leer machen. Wir brauchen ja auch ein bisschen Verbrennungsenergie. So, die anderen lasse ich mal. So. Damit die LKW hier wieder ganz schön viel zu tun haben. Vom Verkehr hier sieht alles eigentlich ganz gut aus. Bis auf hier ein bisschen. Und das Desaster hier. Richtig schlimm. Ach, ich habe hier auch eine Kreuzung, eine Ampel. Warte mal. Ja, also nein. So. Eher das hier. Machen wir daraus eine Vorfahrtstraße, damit sie hier vielleicht flüssiger vorankommt. Vielleicht lag es daran. Guck mal, ist das hier auch eine Ampel? Nee, ne? Ist auch keine Ampel. Ja, ja, es tut sich hier was. Aber mal gucken. Und ja, soweit alles ganz schick hier. Matroschka-Viertel, mein erster Viertel, den ich gebaut habe. Ach ja, die Erinnerungen und ja, was wir alles schon erreicht haben. Mein kompletter Kommerzviertel hier, oder was ist denn das jetzt hier? Genau, Gewerbegebiet. Komplett. Und das Ding bringt wahrscheinlich ordentlich Kohle ein. Ich krieg nicht genug Kohle, merke ich gerade. Ich habe 2,6 Millionen. Hier gab es einen Brand. Was mir gerade noch so einfällt, wo ich das hier sehe. Ja. Ich müsste eigentlich jetzt hier erstmal mit der Industrie weiterbauen. Die Leute verlangen danach und ziehen aus, weil sie es nicht bekommen. Mach mal Pause. Aber bevor ich hier was tue, ich glaube, diese olle Kreuzung habe ich komplett
hart verkackt. Der richtig hart verkackt. Die müsste eigentlich auch hier rausführen. Ich überlege gerade, was ich aus dieser hässlichen Scheiße hier mache. Ich habe ja letzte Episode schon richtig viel Zeit damit verbracht, diese Sprungschanzen hier irgendwie glatt zu kriegen mit dem Tool. Ich muss überlegen. Ich habe gerade... wie wäre es, wenn ich das hier so mache wie... Hier. Also super easy. Kein Aufwand. Stattdessen mache ich hier so ein... So ein Hokuspokus mit so einem Kram hier. ich meine, aus der Ferne sieht schick aus. Vielleicht lasse ich das auch. Also, das Ding kriege ich nicht gerade, weißt du? Das Ding ist, die Landschaft ist da so zerwurschelt und verwurstet und Schrott und behindert, dass ich hier nicht wirklich die Dinger hier gerade kriege, leider. Aber ich überlege gerade, ich lasse das vielleicht so. Ich muss ja... Wenn die Leute hier rauffahren. Alter, ich muss mal eben meine Pfeile anmachen. Ja, genau. Dass ich Folgendes mache. Ich habe gerade einen Plan. Ich habe meine Pläne. Ich mach mal sowas hier. Ich mach mal eine Straße. Ganz einfach eine Straße. Müssen wir wahrscheinlich Anarchie anmachen. Ist an, das ist gut. Das ist sehr gut. Und ich mache ganz einfach mal Folgendes. Lasse hier eine Straße. Warte mal, ich mach mal. Ein bisschen in den Untergrund. Wieder zurück zur Oberfläche. So, und dann von hier noch mal ein Stückchen raus. Ja, das können wir so mal machen. Ich muss mal gucken, ob das klappt. So, ich nehme da jetzt die Autobahn. Dinger. Mach von hier aus kommend, rauskommend. Ich denke mal, ich kann das alles so lassen. Wird so nicht, wie ich es haben will, warte mal. Oh, schon besser. Ja. Und von hier... sowas hier. Die Richtung ändern wir. Dass die hier rauskommen und die kommen hier rauf. Und von hier, ganz einfach... Warte mal. Das Ding schiebe ich mal so zurück. So. Und dann...
ich das ein bisschen schicker machen? So ungefähr. So, und dann von hier. Alles gut. Wir probieren aus. Den ziehe ich mal lang. Alter Schwede. Okay, Update. Das machen wir aus. Das Update zu eine Art Brücke. Oh, nicht schön. Wie sieht's das? Scheiße sieht das aus. Ein Tunnel. Ah, auch nicht schick. Auch nicht hübsch. Lol, jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Diesen Typs möglich, warte mal. So, mal gucken. So, jetzt gehen wir wieder hier rauf. So. Ich müsste den hier wahrscheinlich ein bisschen absenken. Oh lol. Ja, nicht so einfach, was ich hier vorhabe. Was ist, wenn ich es komplett lang ziehe? Warte mal. Es wird einfach nicht besser, die Scheiße, die ich da anstelle. Alter! Kompletter Fail. Oh, warte. So vielleicht. Okay, dann probiere ich mal noch das hier aus. Upsi-Daisy. Warte mal. Warte mal. Dann machen wir es dann halt so. Dass wir... Das bleibt da, aber die Säule... Fahren wir ein Stückchen zurück, runter und genauso hier die Dinger. Alter. Runter. Drehen und den Kollegen packen wir. Ja. Entweder in die Laterne. Machen wir. Sieht sie trotzdem aus wie gewollt. Dass hier die Laterne einfach ein bisschen rausgucken. Als ob sie einfach an der Säule anmontiert worden sind. Können wir hier machen. Dann gucken wir mal, ob wir hier durchfahren können. Ja, schaut gut aus. Jetzt muss ich nur noch diese Katastrophe hier wieder zusammenflicken. So, und dann das hier. Dann diese Scheiße hier. Und den Kollegen. So. Den können wir auch ein bisschen rausziehen. Vielleicht ein bisschen runter, geht das? Na gut. Ich hoffe, das klappt. Als Verbindung zur anderen Seite. Seid ihr zugeguckt, wie man es hier wieder richtig versauen kann? Oh. So.
So. Ich will mal nur noch eins probieren und schauen, ob es klappt. Ah. Nee, das ist schöner hier. Gut, okay. Machen wir aus das Ding hier. Das normal und das normal machen. So, jetzt habe ich hier die Ausfahrten. Die Leute, die von hier darüber wollen, oder die von hier darüber wollen, fahren dann hier raus. Die müssen aber eigentlich hier rauffahren. Ja. Von hier dahin. Wenn die von hier kommen, dann verbinde ich mal die beiden hier. Warte mal. Sodass sie von hier hier rüber wechseln können. So. Oh shit. So. Wir können die hier drehen und darüber fahren. Hier muss ich die Richtung ändern. Warte mal, die kommen. Hier müssen die raufkommen. Warte mal. Oh Gott. So. Ich hoffe, ich habe hier alles richtig. Sieht aus wie nicht gekonnt und nicht gewollt. Aber mal gucken. Ein bisschen noch nach rechts drehen hier. Ein bisschen schicker machen. Dass es irgendwie gerade aussieht. So. Das ist mein, ja, mein Fail-Versuch, eine Autobahnkreuzung hier zu machen, Alter. Egal, play. Mein Versuch, hier das Viech hier noch irgendwie zu retten. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe den Überblick schon verloren eigentlich, aber ich muss gucken. Eigentlich kann man von hier aus jetzt überall ankommen. Ich weiß es nicht. Alter Schwede, du, was eine Katastrophe. Egal, so. Gehen wir hier zurück. Die Leute brauchen Arbeiter. Wieso markiere ich die Gebäude so komisch? Achso, okay. So. Soll ich jetzt... Ja, eigentlich wäre schön, hier Industrie auszubauen. Aber ich glaube, aufgrund der Schulbildung der meiner Anwohner wollen die hier nicht in der Industrie arbeiten. Die wollen in Büros arbeiten. Gehen wir sehr stark von aus. Franklin Park hier, nix los. Also alles los hier. Also hier wird überall gearbeitet. Dann mache ich das mal folgendermaßen. Habe ich nicht letzte Episode gesagt, dass ich hier auf der anderen Seite tatsächlich Büros hinpack? Tatsächlich? Weiß ich nicht. Ich pack sie mal hier hin. Dann haben wir schon mal welche. So. Ein paar schicke Büros hinknallen. So. Sollte dann damit auch befriedigt werden. Wenn das nicht reichen sollte, mache ich dann dennoch hier ein paar Dinger ran. Hier nochmal Industrie. Gewerbe, ich mach mal vereinzelt Gewerbe, aber hier ist auch schon überall ein bisschen Gewerbe. So, und dann wieder. Bro. Hier werde ich mal Lücke lassen. Ach komm, nee, ich lass das. Ich lass das. So, aber hier lasse ich mal eine Lücke. Das weg. Ist auch weg. Dass ich hier die Straße hier rüberziehen kann, um den nächsten Viertel bauen zu können. Hier genau so. Warte mal, ich mach das mal. So. Und der Rest wird markiert. Hier genauso. Stimmt. Voll verdeppert.
Ich mach mal die noch mal gleich korrekt. Korrekt! So. Ich glaube, ich mache jetzt das hier so. Und so. Das und das weg. Dass ich hier mit den Straßen hier rausbauen kann. Das mal an, aber aus, an und aus, ja. Auf Grundfläche. Das ist nicht gut. Warte. So. Jetzt kann ich wieder auf, ich sag mal, 2 Meter gehen. Genau, ohne Dings. Ich mach mal auf 7, 6. Oh, mein Ohr kratzt von innen. Kennt ihr das? Das ist so ein Jucken. Da fängst du das Zittern an. Schlimm. So, hier eine raus. Ah, ich muss mal eben meinen Kopfhörer. Au. Und meinen Saft trinken. Hier. So. Und ich glaube, ich könnte hier auch einen rausholen. Oh. Hm. Wie es hier so aussieht. Na gut, muss ich gleich nochmal korrigieren. Das ist doof. Jetzt habe ich hier richtig was weggemacht. Scheißendreck. Sorry, war nicht meine Absicht. War echt gar nicht meine Absicht, ey. Ja. Jetzt verbinde ich sie. Ist eigentlich kacke, warte mal. Ich muss mal Pause machen. Voll vergessen. Ja. So, jetzt baue ich die nächsten. Obwohl, das ist eigentlich scheiße, ne? Dahin. Oh. So könnte ich das machen. Sehr schick verbunden. So. Mein Problem jetzt ist aber... Obwohl, nee, gar nicht. Gar nicht. So. So. Aus. Und weiter. So. Und dann wieder aus. LOL. Na ja, gut, das geht noch. Hier dasselbe. Stromleitung kann ich eigentlich verschwinden lassen. Ja, ja. Wir haben hier unsere eigene Stromversorgung. Fett, ne? Richtig fett geil. Wow. Das geht alles weg. Tschüss, tschüss, tschüss. So. Und weiter geht's. Ich muss erstmal das Ding hier anmachen. So ungefähr, ne? So. Mach ich nochmal weg. Oder doch an. Warte mal. So.
lol, richtig in den Wald rein. Aber ich glaube, hier mache ich dann eine Shidop. Boom. Und hier habe ich natürlich alles weggesammelt, was ging. Ah! Das hasse ich. Gott, Gott. Hier auch alles weggemacht. Die Häuser werden verschwinden. Leider. Das ist nervig so mit den Mods. So, wenn du zu viele Mods hast, dann ist es auch nicht schön. Gar nicht schön. So. Und das Ding können wir entfernen. So. Hier muss ich eine Verbindung bauen. Hammergeil, einem zuzusehen. Boah, heftig, ey. Jetzt haben wir so eine langweilige Minecraft-Runde macht. Hier verschwinden die Zonen nicht, aber hier schon. So komplette Reihe. Ugh. Was ist das denn? Wo kommt der denn her? Lol. So. Na komm. So. Hier dann auch ein paar Zonen. Oh, guck mal da. Lol. Das ist schön. Machen wir. Wenn die Leute Gewerbe haben wollen. Gewibbe. Warte mal, ich muss mal hier gucken wegen Wasser. Fast vergessen. Wow. Ja. Einfach mal ein bisschen abdecken, das Ganze. Wisst ihr noch, als ich mich beschwert habe, dass das so teuer ist? Schöne Zeiten. Sehr, sehr schöne Zeiten gewesen. Und ich krieg die Millionen nicht mehr weg. No. City Skylines Easy Mode. Es gibt noch die Mod-Modifikation, die hauseigene Modifikation, dass man es schwieriger machen kann. Könnte ich mal eventuell eigentlich so für irgendwann die nächste Staffel mal in Angriff nehmen, eigentlich, fällt mir gerade ein. Das wäre mal eine Überlegung wert, Herr Müller. Aber zunächst kümmern wir uns unsere Stadt. So. Um diese. Hier. Ich wollte mal doch seit langem, seit Ewigkeiten hier die Reeperbahn erweitern. Und das machen wir jetzt. Tipptopp, genau im Winkel mit. Mach mal ein bisschen näher zur Autobahn. So. Was für ein Winkel haben wir hier? Geh mal kurz weg hier. 49,8. Okay. Mal gucken. Gerade 49, das wäre das hier. Das ist ja so schon schief, sehe ich so schon. Das ist zu nah, aber viel zu weit. Das ist schick. Und hier, na. Ich spinne die ein bisschen, das ist sehr doof, blöd. Dann. Auch sehr doof. Wieso, ey? Eigentlich müsste ich. Alter! Probieren wir mal das hier aus. So, die Straße ist verbunden, aber sieht ultra beschissen aus. Nicht, dass das Spiel mir jetzt hier abschmiert. Na,
mal ein bisschen hier verteilen. Ich glaube, es geht nicht anders. Ich glaube, ich müsste das hier ein bisschen krümmen. Passt das mal alles ein bisschen an, so mit den Zonen. Aber ich sehe schon, Alter, Halleluja. Die Zeit ist mir schon wieder hier davon geflötet. Ich und mein Deutsch. Ich habe gerade ein bisschen getanzt beim Sprechen. Sehr schön. Im Stuhl, ja. Ja, so wollte ich das haben. Das ist tiptop genial. Warte mal, kann ich den so optisch zu den anderen Linien ein bisschen anpassen? Und dann mit dieser Pistenstraße hier, mit dieser dünnen, verbinden alles. Okay. Wir haben heute nicht viel geschafft, oder? Mal gucken. Bevor ich jetzt hier das Ganze hier beende mit der Episode hier. Warte. Ihr geht mal weg. Mal hier das hier wegmachen. So. Jetzt ist schicker. Nee. So. Wir haben jetzt heute ein bisschen was geschafft. Ja, was heißt? Ja, ein bisschen was. Ne? Also nicht viel, aber ein bisschen. Reeperbahn jetzt vorausgeplant. Die Industrie hier ein bisschen vorausgedingst. Uns die Stadt angeschaut. Diese Scheiße hier gemacht. Ja. Und in der nächsten Episode würde ich mich dann weiter um die Reeperbahn kümmern. Für den Konsum hier. Und vielleicht ein Wohnviertel, ich denke mal hier, ja, ohne Schule, wo dann, naja, vielleicht eine Grundschule, vielleicht sage ich auch noch, eine Grundschule, sodass wir mehr Arbeiter für die stumpfe, einfache Industrie herbekommen, so grausam und brutal das jetzt klingt, wir brauchen Handwerker. Sorry, wenn ihr euch vielleicht erschrocken habt, ich habe auf den Tisch geschlagen. Naja, in dem Sinne, vielen Dank für euer Zuschauen. Ich muss mal wieder mal eine Screenshot machen, hier, von diesem Wurst-Scheiß hier. Mal gucken, wie ich das hier... Ugh, so ein hässliches Screenshot finde, ne? So ein Thumbnail, Alter. Wo ich hier richtig am Abfehlen bin. Was noch gemacht? Ja, das hier. Naja, aber davon habe ich ja schon ein Thumbnail. Bin immer noch davon begeistert, wie schick das hier aussieht. Und Reeperbahn. Aber egal. Darum kümmern wir uns. In der nächsten Episode können wir uns noch was angucken. Cool. Ach ja, der Krater. Erinnert ihr euch noch, als ich hier Hochhäuser hatte? Und dann hier mit Asteroid einschlug. Ja dann, in dem Sinne, vielen Dank für euer Zuschauen. Und ja, ich freue mich immer wieder, dass ich Videos bekomme. Und ja, es euch scheinbar vielleicht, hoffentlich, gefällt. In dem Sinne, man sieht sich dann in der nächsten Episode. Adios, amigos.